Willkommen zurück. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, weil ich auf Anhieb nicht den Punkt gefunden habe, wo es weitergeht. Wirst du damit fertig, das ist jetzt nicht mehr der Fall, denn wenn wir mal auf die Karte schauen, ist der Aufzug rot. Und das, was wir jetzt hier machen müssen, ist das Ding einfach mal kurz schließen. Nein, das wollte ich nicht haben, den wollte ich haben. Genau, das Ding einfach mit Strom versorgen und dann sollte es hier auch gleich weitergehen. Nee, da fehlt noch was. Stöpseln wir den mal da rein. Das war auch noch nicht komplett richtig. So, da leuchtet noch eine rote Lampe. So, das hat jetzt ausgereicht. Wunderbar. Also nicht nur richtig verbinden, sondern auch noch kurz schließen. Okay, das schaut doch fast wie eine Arena aus. Das sollten wir auf jeden Fall im Vorfeld mal ein bisschen ausruhen, damit wir... Ah, shit, ich habe ja eh gar kein Schwert. Na, Wahnsinn! Da ist unser Freund! Wir haben schon gesagt, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sorg Turbo, Baby! Ich bin der Boss! Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Babyspielchen. Du willst eine Show? Wunderbar. Oh, shit. Ein bisschen zu gierig gewesen. Ja, die Viecher gehen in die Luft. Und das war jetzt nur ein Zufallstreffer, aber egal. Ja, die Viecher sind sehr agil unterwegs. Cool, wir können die auch einfach wegkicken. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Da vorne verbirgt sich auf jeden Fall auch noch was. Super, ein Giftspucker. Ja, shit, shit, shit. Es wird jetzt alles ein bisschen viel hier. Okay, jetzt kommen schon die etwas größeren Viecher. Und auch noch gleich zwei auf einmal. Wunderbar. So, der kleine Giftspucker ist auf jeden Fall schon mal down.
Die beiden Großen vertragen sich, das ist schade. Ah shit, wieder zu gierig gewesen. Gut, der Dicke ist schon mal down. Na komm schon. Ein bisschen slowen das gute Vieh. Ja, shit. Na, vorsichtshalber noch mal ein Stim nehmen. Okay, die Runde haben wir auch schon mal überstanden. Was für eine Brut? Ah, shit, das ist doch der Dude, der mich beim letzten Mal festgenommen hat. Na komm, schieß nochmal. Du bist erledigt. Du musst vorsichtig sein. Man kann nicht immer gewinnen. Und down ist er. Sehr schön. Rache für vorhin. So, dürfen wir jetzt wieder weg, oder? Ah, die Mantis ist da. Dann nehmen wir diese Flucht doch gerne mal an. Hey Grace, du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Triller. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Kerl, wir haben Tafel und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Es geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und
Du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Das mit ihrer Schülerin hätten wir ruhig auch noch ausdiskutieren können. Aber okay, dann halt nicht. Okay, wohin jetzt, BD? Ja, wir müssen ja wieder zurück nach Kashyyyk. Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. So, wie schaut's jetzt hier aus? Zwei Pflanzen blühen schon. Eine noch nicht ganz. Wir haben auch keinen neuen Samen mehr. Okay. Dann müssen wir erst noch mal welche finden. Aber erstmal wieder zurück zu den Wookies. Ah, wunderbar. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich wieder leicht verwirrt durch die gesamte Map kämpfen. Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Ah, das war die Schwester. Okay. Gut, so, wo müssen wir jetzt hin? Wir bekommen jetzt hier aber auch keinen klaren Hinweis oder auch keinen Marker. Gut, dann quatschen wir mal mit denen. Okay. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Ja, ihr seid ja nicht gerade hilfreich. Choisik und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tafel markiert. Okay, wenigstens die helfen mir. Und da müssen wir hin, alles klar. Ein bisschen was davon sollten wir ja schon kennen. Und mit den neuen Fähigkeiten von unserem BD-10. BD-1, okay. Genau, von BD-1 sollten wir da ja eigentlich auch gut hinkommen. Ah, sehr schön. Einen Großteil der Strecke konnten wir damit überbrücken. Unten, nach links und dann okay, das funktioniert. Ah, doch. Ah, hier ist ein Aufzug. Alles klar. Ja, die Dinger sind auch teilweise ziemlich versteckt. Aber zu vielen anderen nicht. Hat mir Rihanna dir die Koordinaten gegeben? Hat sie.
Bin unterwegs. Gut. Wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Gut, die Explosion hat schon mal beide platt gemacht. Das ist wunderbar. Und ja, wir sind fast richtig. Noch darüber und dann... Ach so, da kann ich runterlaufen. Gut, macht es natürlich deutlich einfacher. Bleib bei mir, BD. Sie sehen schnell aus. Das Vieh ist da oben, alles klar. Ja, super. Oh, zu viel rumgeblödelt. Auf der Map sehen wir nicht mehr, wo wir hin müssen. Das ist natürlich wunderbar. Und down sind sie, sehr schön. Da haben wir jetzt auch nichts. Da drüben ist ein Echo oder ein Meditationspunkt. Endlich ein Herausforderer. Na shit, das war ein aufgeladener Schuss. Mann. Und auch noch daneben gehauen. Wunderbar. Wow. Das war jetzt ein bisschen zu viel HP-Verlust für einen einzelnen Gegner. Hierüber, BD. Marie, bist du da? Ich bin bei den Schattenlanden bei einem Kampfläuferwrack. Den konnte Thor bei der Flucht ausschalten. Ist er bei dir? Nein, nicht mehr. Wir reden darüber, wenn du da bist. Wow. Dann sollte ich lieber abhauen, bevor die mich da mit Raketen komplett auseinandernehmen. Und wir nähern uns dem Lichtkegel. Da vorne ist er, den wir eben schon gesehen haben von oben. Erst einmal schauen, was sich dort verbirgt. Ja, erstmal nur der Meditationspunkt, aber ein bisschen weiter vorne war noch etwas. Mal schauen, können wir damit den Stim verbessern? Nein, leider nicht. Aber dann ziehen wir uns hier erstmal das Echo rein. Los weiter! Wir sind fast in den Schattenlampen!
Sehr schön, die Explosion hat ihn mitgenommen. Das war mein Wunsch und es hat sogar geklappt. Und nochmal, wunderbar. Irgendwie scheint das Licht hier drin etwas verrückt zu spielen. Was ist das? So, wo wollt ihr denn, dass wir hinlaufen? Ja, okay, einmal reinspringen kann ich zumindest schon mal, das ist gut. Nicht allzu aggressiv, die Pflanze. Na, komm schon. Sehr schön. Lass mal sehen. Diese Dinger imitieren Gerüche als Falle? Das erklärt den Yoganbärengeruch. Ziemlich gut. Ja, das musste doch passieren. Schnell raus aus dem Zeug. Besser ist, glaube ich. Ja, die scheinen etwas gierig zu sein. Und alte Bekannte. Wunderbar. Ja, Nummer 1 ist down, aber Nummer 2 lebt noch. Und durch die Explosion draufgegangen. Sehr schön. Ich wollte nämlich unbedingt das Echo haben. Auch wenn das jetzt nicht so viel EP gebracht hat. Okay, das war auf jeden Fall schon mal glücklich, dass hier das Wasser ist und wir tatsächlich hier lang mussten. Ja, komm, zumindest... Ja, eigentlich können wir uns auch ausruhen. Direkt vor uns ist ja nichts, was respawnen könnte. Wo hat sich jetzt der Wookie versteckt? Oh, wieder zu lange gebraucht. Okay, da kann ich mich schon mal nicht festhalten. Aber da oben irgendwo muss er sein. Beziehungsweise da ist unsere nächste Markierung. Na. Gut, beide Down-Fähigkeitspunkt bekommen. Sehr schön. Bevor wir das Echo einsammeln. Sehr nice. Auch noch komplett daneben gesammelt.
Und schon wieder. Die Gegner werden stärker und tauchen jetzt auch noch zu zweit auf. Ja, shit. Gegen die Macht sind sie auch noch immun. Ja, haben auch noch eine dicke Distanz. Shit. So, Drecksvieh 1 ist down. Bisschen in den Berserker-Modus gegangen, aber es hat uns nicht geschadet. Dieses Mal jedenfalls nicht. Ist das? Da ist er! So, müssen wir eventuell da hochklettern? Nee, da kommen wir nämlich auch nicht hoch. Ah, alles klar. Düsen wir zur gelben Wand. Die müsste da rechts gewesen sein. Aber hier links gibt es nochmal ein Echo. Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Ah, okay. Da sollen wir Tafel treffen. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tafel. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Okay, wir haben was Neues bekommen. Sehr schön. Aber das Gespräch mit Tarful hätte ich mir ein bisschen, ja, besser vorgestellt. Ja, bevor wir jetzt, Moment. Den Fähigkeits- oder die beiden Fähigkeitspunkte können wir auf jeden Fall nochmal einsetzen. Okay, da komme ich natürlich nicht hoch. Dann können wir uns eigentlich auch noch mal komplett hochheilen. Ist ein halber HP-Balken und ein Stimpack. Weil die Packs bekommen ja jetzt sowieso noch mal ein bisschen mehr Bums. So, einmal lernen. Sehr schön. Und dann noch einmal ausruhen.
Alles klar, und jetzt können wir nach unten und auch unter Wasser atmen. Das ist wunderbar. Wir können aber nicht die Karte öffnen. Das ist nicht so gut. Ja, die Wand sieht aus, als wenn wir sie dann auch, wenn das Wasser weg ist, beklettern können. Und hier sind wir auf jeden Fall auch schon mal komplett falsch. Aber das Echo hat viel EP gebracht. So, wir haben da unten rechts einmal etwas und geradeaus. Ich würde aber vermuten, unten rechts. Da müsste jetzt irgendwo etwas sein. Abgesehen von dieser Truhe. Sag mal, was du gefunden hast. Hier ist schon klar, dass BD-1 nicht einmal deine Schulter verlassen hat. So, hier war doch irgendwas. Ne, kann ich jetzt doch nicht. So, da konnte ich jetzt wieder was scannen. Minimale EP bekommen. Komm, kletter schon hoch. Die Säure auf dem Boden ist ein bisschen heftig. Eine riesen Nacktschnecke, die irgendwelche komischen Dinge macht. Ja, das passt. Komm, kletter, 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 ohne Pause. Kashyyyk ist anscheinend ein sehr lebensfeindlicher Planet. Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Aha. Ich weiß nicht, ist das Klettern wirklich verbuggt oder stelle ich mich einfach nur nicht so ganz gut dabei an? Aber beim Runterfallen lassen müssen wir auch Klettern nochmal drücken, ja. Aber irgendwie will der manchmal nicht so wirklich. Oh, sehr schön. Der Raketendude hat uns etwas geholfen. Ist gut genug für den Sieg. Er steht einfach nicht still. Bleib bitte unten. Und voll in die Explosion gelaufen. Sehr gut gemacht.
Okay, da unten waren wir schon. Kommen dem Ziel immer näher, aber dass wir hier nochmal tauchen müssen. Okay, aber nur um unter den Wurzeln durchzukommen. Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Aber das ist immer so. Jedis bringen immer das Schlechte zu dem Planeten. Gut, einmal eben aufladen und dann kann es weitergehen. Okay, ganz ehrlich, das war Glück mit dem Wallgrind. Oh, shit, was ist denn das jetzt für einer? Oh, sehr schön. Danke für die Granate. War genau das, was ich gebraucht habe. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass es zeitlich ungefähr damit zusammenhängt, wie es bei The Force Unleashed ist, wo der Kleine quasi, das muss ja auch Kashyyyk gewesen sein. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber denke ich schon. Da müssten die Zeitlinien überlappen. Was ist das? Eine Bracca-Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Ja, wunderbar. Ich habe schon gedacht, wir müssen gegen ein Raumschiff kämpfen. Aber zum Glück erst einmal nicht. Da nach unten müssen wir wahrscheinlich. Ist halt nur die Frage, wo kommen wir gleich an? Bisschen dunkel, aber hier müssen wir, glaube ich, gar nicht springen. Das passt schon so. Okay, ein Riesenvogel hilft uns auch noch. Die neunte Schwester meldet mich. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden.
Gut, wir sind jetzt hier in so einem kleinen Tümpel gelandet. Da unten ist eine Truhe, aber geradeaus wollte ich sowieso durch, weil man da auch an der Wasseroberfläche durchkommt. Oh, BD-1 ist immer noch auf seiner Schulter. Und er fragt BD-1, was es ist. Ja, kann er dir nicht sagen. Er ist ja nicht in die Truhe gesprungen. Ja, shit. Jetzt muss ich ja doch abtauchen. So, wo sind wir jetzt hier? Und wo müssen wir überhaupt hin? Na, heilen brauchen wir uns eigentlich nicht. Auf irgendein Ursprungs-Irgendwas müssen wir jetzt klettern. Ah, shit, aus der Seuche raus. So, nochmal. Auf den Ursprungsbaum sollen wir klettern. Okay. Viecher bringen eh keine EP. Ja, ihn in die Luft gejagt, sehr schön. Und du mit deiner Seuche. Jump wäre vielleicht besser. Aber eventuell versteckt sich hier ja auch noch irgendetwas. Na, komm schon. Nee, du hast keinen mitgenommen. Nicht so gut. Na, das Vieh ein bisschen verwundet. Sehr schön. An der Wand hin und her laufen und hin und her springen funktioniert dort nicht. Dann werden wir das mal da machen. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Ja, aber hier geht's auch nicht wirklich weiter. Okay, das war jetzt überhaupt nicht geplant und nicht beabsichtigt. Ach, da kommt auch noch ein dritter hinzu. Wunderbar. Eigentlich kann ich das auch lassen. So, genau, hier müssen wir lang. So, und dann auf der Karte war hier so eine schöne Kurve eingezeichnet, die ich gar nicht gesehen habe.
Und hier können wir jetzt das machen, was ich eigentlich unten machen wollte. Wissen nicht, ob er freundlich ist. Das hat die 9. Schwester ausgeschaltet. Die 9. Schwester? Okay, er scheint uns aber wohlgesonnen zu sein. So, was ist jetzt hier? Hat er irgendwelche Pilze zu sich genommen? Ach ne, eine neue Fähigkeit werden wir lernen. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Na? Vielleicht bist du der falsche Padawan. Meister? War nur ein Scherz, Kerl. Vergiss die Meinung anderer. Sie sind eine Schwäche, die der Feind ausnutzen kann. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Sehr schön. Doppelsprung. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Wo Meister Tepol. Und ganz ehrlich, da hast du jetzt so lange gebraucht, um dich daran zu erinnern. Okay, gut. Wenn das so ist, dann ist es halt so. Der Greifmagnet, ein Fähigkeitspunkt. Da ballern wir gleich mal einen Punkt rein. Und können sie jetzt schön in unser Lichtschwert reinziehen. Also wenn das nicht schon der erste Weg zum Sith ist. Aber nein, wir werden hier kein Sith werden, bin ich mir ziemlich sicher. Diese Illusion muss ich abgeben. Verletzt. Können wir ihm helfen? Nein, der ist weggeflogen. So verletzt ist er auch nicht. Ja, wirklich fix unterwegs. Sehen wir uns das mal an. Sehr gut. Alles klar? Cool, alter Freund. Jetzt begreife ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel. Da oben kommen wir natürlich nicht hin. Gut, da hinten lag noch irgendwo ein Echo. Das holen wir uns nochmal. Wer weiß, vielleicht bringt es ja auch wieder ordentlich EP, so wie das Ding eben. Und dann haben wir wieder fast ein Level Up. Was ist es, BD? Ups, da bin ich doch glatt fast nach hinten in den Abgrund gesprungen.
Türme kletterte. Eine Art Test. Gut, von dort sind wir gekommen. Und dann müssen wir das Ding erwischen, wenn es zurückkommt. Vorher greife ich mir hier noch mal die Truhe. Hey, BD, hier drin. Was ist es, BD? Na, ja, das ist zu weit unten. Nee, und ja, es muss nicht unbedingt. Na, sieh mal einer an, der ist uns gar nicht feindlich gesinnt. Hey. Aber das Ding da unten hätte auch ein Speicherpunkt sein können. So, BD, willst du irgendwo was scannen? Wo bist du hin? Egal. Vorwärts, BD. Hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Ja, gut, dass die alten Raumschiffe noch hier sind, weil sonst könnte ich den Baum gar nicht besteigen. So, wie weit müssen wir jetzt eigentlich noch? Oh Mann, da ist noch ordentlich was zu tun. Gut, dann würde ich ja fast vorschlagen, dass wir hier einen Break machen. Direkt an dem Speicherpunkt, das passt ganz gut. Dann können wir in aller Ruhe beim nächsten Mal den guten alten Baum besteigen und schauen, was wer uns oben erwartet.